Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 11. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich die Neuigkeiten verkünden. Als erstes, ich habe die Tagesenergie in meinen anderen Kanal und das heißt fernöstliche Liebesorakel. Und diese Tagesenergie beinhaltet die Wandlung, die Veränderungen, was die I Ching zeigt und chinesische und japanische Astrologie. Seid ihr herzlich willkommen in meinen anderen Kanal fernöstliche Liebesorakel. Die zweite Neuigkeit ist, dass ich ab nächsten Monat monatlich ein Newsletter ausgebe und das könnt ihr abonnieren. All das ist kostenlos und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ihr bekommt dann monatlich die Newsletter und das sind Monatsthemen, Monatstendenzen und jeden Monat angeboten, was nur für diejenigen gilt, die das auch abonnieren. Und das könnt ihr jetzt schon tun. Die E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu diesem Bild. Es gibt 4 Grundelemente. Einmal die Feuerelement, das ist die Aktivität, die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und mit dieser Kraft haben wir auch den Mut, etwas Neues starten, etwas in Bewegung setzen. Die Erde-Element gibt uns Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen, hat auch mit unserem Planet auch etwas zu tun, natürlich auch mit Natur, mit Materie. Die Luftelement verhilft uns, unseren Ideen zu wahrnehmen, vermittelt auch Worten, hat mit Kommunikation auch zu tun und schenkt uns Leichtigkeit. Die Wasserelement hat mit unserem Unbewussten etwas zu tun, unseren Gefühlen, unseren Träumen, Visionen. Und bei jedem Element gehört 3 Tierkreiszeichen. Bei Feuerelement ist die bewegliche, die Tierkreiszeichen wieder. Das ist etwas anderes als in westlichen Astrologie. Die fixe, das stabile ist die Tierkreiszeichen Löwe. Und die duale, wo beide Seiten kennt, ist die Tierkreiszeichen Schütze. Bei Erde-Element ist die bewegliche, die Tierkreiszeichen Steinbock. Das Festhaltende ist die Tierkreiszeichen Stier. Und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Jungfrau. Bei Luftelement ist die bewegliche, die Tierkreiszeichen Waage. Das Festhaltende, Fixe ist Wassermann. Und die Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Das sind Qualitäten, was diese Tierkreiszeichen dann vermitteln. Bei Wasserelement ist die aktive, bewegliche ist die Krebs, das Festhaltende ist die Skorpion und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Fischen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, das ist die Lebensenergie, aber auch die Licht und zeigt die wichtigen Monatsthemen. Die Richtung ist Schütze, das bedeutet Beweglichkeit, aber auch etwas befestigen, Ziele setzen, neu orientieren und die Feuerelement diese Begeisterung vermitteln oder in die Richtung uns bewegen, was uns begeistert. Die Richtung zeigt diese Pfeil
und das ist nichts anderes als die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, und energetisch wird das als unsere Wünsche beschrieben. Hier zeigt die Monatsthemen die Sonne. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und beeinflusst unseren Alltag. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Aber erreicht den Grenzbereich und dann übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, was uns Kraft gibt, wenn wir auf unsere Träume hören, wenn wir unsere Gefühle wahrnehmen oder zum Ruhe kommen. Aber die Mars-Energie beschreibt auch die männlichen Personen, und die männlichen Personen hier im Wasserelement spüren intensiver ihren Gefühlen. Merkur ist der Planet der Handlungen, die Kommunikation, und es ist auch die Schütze. Natürlich mit diesem feurigen Element kann passieren, dass wir schneller etwas sagen, was in anderen Umständen sagen würden, dass vieles vielleicht wir auch bereuen, aber bedeutet auch, in die Richtung handeln oder das anzusprechen, was uns gerade begeistert. Jupiter zeigt unsere Größe, und das im Skorpion bedeutet Transformation, mit unserem Größen bewusst zu sein. Jupiter bedeutet auch die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. All das, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück, aber öffnet unsere Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und hier bei Skorpion-Energie heißt, wir schauen in die Tiefe und wir sehen mehr, als sonst erkennen würden. Venus ist die weibliche Energie, beschreibt auch uns Frauen. Aber nicht nur das, sondern Venus setzt sich ein für Harmonie und Frieden, zeigt guten Geschmack, bringt auch Glück, genauso wie Jupiter auch. Und das alles in Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich bedeutet für die Skorpiongeborenen, dass sie gerade mehr Chance, mehr Möglichkeit, mehr Glück haben. Aber wir alle haben Glück damit, wenn wir die Energie transformieren und mehr auf diese weiblichen Energie uns einsteigen. Natürlich für uns Frauen bedeutet die Weiblichkeit leben. Für Männer würde das bedeuten, mehr auf die Harmonie achten, etwas verschönern oder künstlerisch etwas gestalten. Saturn zeigt die Lernaufgabe und auch die Ernsthaftigkeit. Saturn muss immer ernst nehmen. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich hier haben wir die Lernaufgabe in die Richtung uns bewegen, was uns begeistert. Und das soll unserem Ziel sein und dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Rahu und Ketu sind die beiden Mondknoten. Ketu zeigt die alte Karma, alte karmischen Themen, Erinnerungen. Das ist im Steinbock. Und die neue Richtung, wo wir auf die Suche sind, das ist die Tierkreiszeichen Krebs. Das trifft natürlich die, wo im Krebs geboren sind oder Mondknoten im Krebs haben. Aber im Allgemeinen zeigt uns karmischen Themen, wir suchen unserem Zuhause, das ist die Krebsenergie. Oder wo wir uns wohlfühlen, wo familiär ist, wo wir das Gefühl haben, da bin ich richtig angekommen. Diese Zuhause finden wir auch in unserem Inneren, und das nenne ich als inneren Tempel, und es braucht unsere Seele.
und deine meditative Haltung sollen wir um unsere Seele auch kümmern. Uranus, Neptun und Pluto gehören zum äußeren Planeten. Und jetzt bleiben wir mal bei diesem Bild erstmal und schließen wir mit Saturn, weil diese Energie wirkt auf unserem Alltag. Und wenn wir möchten die Harmonie und den inneren Gleichgewicht, dann sollen wir die Element betrachten, was hier fehlt. Betont ist die Feuerelement, betont ist die Wasserelement und natürlich die Mondenergie aktiviert die Luftelement. Was uns aber fehlt, dieses Gefühl Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit löst Unsicherheit, Ängste aus. Und wir sollen etwas tun, was mit der Erde-Element in Verbindung steht. Wenn nichts anderes möglich ist, dann einen Naturfilm anschauen und die Natur bewundern. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, bewegt sich im Widder. Widder symbolisiert auch Neuanfang. Neptun löst etwas bei uns auch, was unsere Träume betrifft, aber auch unsere Vision. Das ist diese inspirierende Energie. Neptun befindet sich im Wassermann. Und Pluto zeigt die innere Kraft. Die Kraft, was das Leben im Erhalten bleibt, das ist diese regenerierende Kraft. Und Pluto zeigt uns nochmal etwas Wichtiges, loslassen, was diese Kraft raubt. Und diese Macht, diese kraftvolle Energie ist gerade im Schütze und steht in Verbindung zum Sonne. Sonne und Pluto stehen in eine enge Verbindung. Das ist sehr interessant, weil die Zentrum unserem Sonnensystem ist die Sonne und die letzte Planet, was die Tod symbolisiert, ist Pluto, damit die ganze Sonnensystem ist umarmt. Aber bei Pluto-Energie handelt sich nicht um Todesfälle, sondern die Notwendigkeit, was die Natur auch zeigt mit den Jahreszeiten, diese Notwendigkeit, dass etwas absterben muss, damit etwas Neues geboren kann. Das ist in Indischen, könnte ich sagen, Shiva. Das ist dieser Tanz, diese Wandlung. Und hier ist diese Veränderung, besonders, dass die beiden gerade Sonne, Pluto gemeinsam wirken. Das ist die Energie der Erneuerung. Pluto hat auch mit Sexualität was zu tun, damit ein neues Leben entstehen kann. Pluto hat mit den Jahreszeiten auch etwas zu tun. Winterschlaf und dann die Frühling. Pluto hat mit unserem Tiefschlaf auch etwas zu tun. Das ist dieser erholsame Schlaf, wo der ganze Körper sich erneut, diese erfrischende Kraft. Und unsere Zelle stirbt auch mit der Zeit ab, damit die Zellen auch sich erneuern. Das ist alles Pluto-Energie. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Wir haben einen hellen Mond und das hält immer mehr aus und das hat eine Glückswirkung. Ein heller Mond unterstützt uns, gibt uns Kraft, zeigt mehr Verbindung zu unseren Träumen, unserer Intuition, unserem Unbewussten auch und lässt alles gestalten, wovon wir träumen. Mond befindet sich in einem Mondhaus und das ist die Tagesbewegung des Mondes wie ein Mondkalender und dieser Mondhaus heißt Purvapadra und wird vom Pegasus beeinflusst. Das heißt, Mond ist die Empfängnis,
Mond saugt Energie auf aus dem Weltall, auch von Fixsternen, und reflektiert uns weiter. Und durch diese schnelle Bewegung, durch diese Tagesbewegung beeinflusst unseren Gefühlen, unseren Träumen, unserem Unbewussten und beeinflusst unseren Alltag. Und die Sterne, wo gerade aufgenommen werden, wirken auf die Tagesereignisse. Und heute haben wir diese Pegasus-Energie. Und dazu erzähle ich die Geschichte. Das kommt von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Und sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon. Poseidon ist eigentlich Neptun, Gott des Meeres. Und Neptun wurde zornig und schickte den Walfisch in dieser Seeungeheuer auf diesem Königreich, Cassiopeia zu bestrafen. Und kam dieser Walfisch an und dachte, ja, warum sollte ich das machen, was Poseidon sagt, ich mache, was ich will, und nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in ein Felsen. In der Nähe war Medusa, Medusa mit ihren Schlangenhaaren. Und Medusa war die Furchterregende. Interessant ist aber, dass bei den Ägyptern war Medusa verehrt. Das ist ein dreifaches Sternensystem im Himmel und wechselt sich die Farbe. Und diese Farbenverwechslungen könnten die Ägypter etwas prophezeien. Es war ein Kalendersystem. Und dieses Kalendersystem war nicht dafür da, bestimmen, wann ist die fruchtbare Boden, wann ist die Nilüberflutung, sondern dieser zweite Kalender war dazu da, zu bestimmen, welchen sind die günstigen Tage und welchen sind die weniger günstigen Tage. Und das haben sie durch diese Medusa bestimmt. Also ich wollte nur damit sagen, dass bei Ägypten war Medusa eigentlich verehrt. Nun zurück zu dieser Geschichte. Also diese Geschichte erzählt, dass Medusa ist die Furchterregende und jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst und wird wie Stein unbeweglich. Und so passierte das auch bei Andromeda, wurde unbeweglich und hatte Angst gehabt, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda. Und die beiden haben sich verliebt, Andromeda und Perseus. Und dann Perseus tötete Medusa. Und in dem Moment wurde Pegasus geboren. Pegasus war eigentlich ganze Zeit im Mutterleib von Medusa, von Pegasus ist die Mutter dieser Medusa und sein Vater ist Neptun, Poseidon. Und so wurde durch diesen Einfluss von Perseus dann Pegasus geboren. Und Pegasus ist ein weißes Pferd mit Flügeln, also kann auch fliegen. Und diese ganze Geschichte erzählt von Befreiung von Angst, so wie Erzengel Michael mit seinem Lichtschwert trennt auch die Angst. Das erinnert mich auf diese Geschichte. Und das ist heute sehr wichtig, weil Mond vermittelt uns diese Energie. Und diese Geschichten haben symbolische Bedeutung. Und wenn wir das drauf hören, natürlich können wir das ein bisschen nachdenklich sein, welche Energie Einfluss haben wir im heutigen Tag. Von Angst befreien. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.